Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Hallo? Was habe ich gehört? Was soll das denn? Ich wollte hier meine Bären klauen. Wir sind heute im normalen Modus. Ich möchte mir den PvP-Modus gerne fürs Wochenende aufheben. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe zum Aufnehmen. Weil momentan so eine Stunde Zeit für den PvP-Server, es bringt nicht viel, sagen wir es so. Wir haben es gestern gemerkt. Ich bin panisch durch die Gegend gelaufen. War ein bisschen schizophren, ja. Es ist natürlich lustig. Aber es wird zu nichts kommen, wenn ich immer nur eine Folge aufnehmen kann. Weil unter der Woche kann ich nun mal meist nur eine Folge aufnehmen. Je nachdem, was für eine Schicht ich habe. Und ja, ist ein bisschen blöd, wenn man dann plötzlich Platz 1 ist und gesucht wird und dann eigentlich genau die Folge abläuft. Deswegen werden wir uns das ganz entspannt fürs Wochenende vornehmen, dass wir da ja, auf jeden Fall ein bisschen Spaß haben. Übrigens, ich bin gerade online gegangen, da war ich, wo war das? Hier bin ich irgendwo gespawnt, hier bei einer Höhle oder so. Hier war irgendwo eine Höhle, da bin ich irgendwie gespawnt, seltsamerweise, obwohl wir ja hier unten irgendwo waren. Hier war ein gesuchter Spieler. Ach, da bin ich gespawnt, Wendigo-Höhle, da bin ich gespawnt. Und da hier war ein gesuchter Spieler. Bin ich natürlich hingelaufen. So, hab gesehen, hier ist sein Zuhause. Das würde sich jetzt nicht lohnen, auf den Aufnahme-Button zu drücken. Er hat sich dann irgendwo auf der Toilette versteckt. Ich hab halt erstmal seine Snelligäste abgeschossen, die vor seinem Haus rumgelungert haben. Anscheinend ist das sein Schutz oder so, ich weiß es nicht. Und, dann hab ich ihn halt auf der Toilette gefunden und umgebracht. So, ich habe gedacht, gut, der ist zu Hause, der wird sowieso nichts Großartiges haben. Aber sein ganzes verdammtes Inventar war voll mit irgendwelchen richtig geiler Scheiße. Hier Fieberglas hatte er, große Menge Aluminium, große Menge Beton, große Menge Blei, große Menge Dünger, Glas. Ja, Holz ist jetzt nicht so das Problem. Aber was hat er damit gemacht? Guck mal, er hat richtig viel Stuff am Start gehabt. Ich weiß nicht, warum er... Keine Ahnung, warum er das rumgeschleppt hat. Aber ich find's gut. So, jetzt haben wir ja die großen Mengen quasi wieder zu kleinen Mengen gemacht, ne? Wo ist das Schrott? Verwirrt. So, wie viel? 101 Blei, Alter. Der Junge hat mich reich gemacht. Reich. Wieso er sich mit seinem ganzen Hab und Gut auf der Toilette versteckt hat, weiß ich nicht. Warum er das getan hat, weiß ich auch nicht. Ich finde es so schade, dass ich ihn nicht auf Aufnehmen gedrückt habe. Das ist ärgerlich. Aber ich dachte halt, ja, was soll er da zu Hause schon haben in seinem Inventar? Nix, er war 8 Kronkorken wert. Ich wollte einfach nur just for fun mal hingehen und ihn abknallen. Und dann war er einfach so viel wert. So, das Gaussgewehr kann ja weg, ne? So, was haben wir hier noch? Plus 1 Wahrnehmung. Wieso heißen beide Appalachia? Egal. Ah, ich muss gewichtlos werden, Leute. Chemieanzug würde ich gerne behalten. Das kann weg. Oh, Glück würde ich auch gern behalten, weil vor allem ist das schon Stufe 50. Und Energie. Oh. Wenn ich mutiert bin. So, du kannst weg. Wirst du im Nahkampf getroffen, wird alle 30 Sekunden ein Tarnfeld erzeugt. Nö. Verleiht bis zu 35. Nö. Eine Beweglichkeit. Ist aber auch eine Stufe 30. Kann auch weg. Okay. Jetzt kann ich den Müll lagern, ne? Ist es schon wieder voll?
Was soll ich machen? Hier, du bist auch nur Stufe 30. Was soll man denn machen? Ach ja, ich habe ja hier mein ganzes Zeug drin. Ich nehme mal nur das mit. Ja, muss ich gucken. Was habe ich denn noch so am Start? Ist natürlich blöd, dass der Typ jetzt alles Mögliche dabei hatte. Holzreste. Ach, stimmt. Oh, ich habe bestimmt Unmengen an Schrott. Oh, das kann weg. Ja, hier Glasscherben werde ich nie im Leben so viel brauchen. Ja, gehen wir mal hier so. Es dürfte reichen. Auch die Fiberglasrolle. Wobei, vielleicht nicht. Holzreste können wir halbieren. So, Alter, können wir sogar nochmal halbieren, ey, so. Ja, das reicht. Holz kriegen wir sowieso sehr schnell zusammen. Wir haben 11 lose Schrauben nur. Aluschrott kann auf jeden Fall rein, Kupferschrott und Öl. Tausend 400 Stahlschrott. Ich meine, ich könnte meine Wände eigentlich ersetzen, aber wir kriegen so schnell Stahlschrott zusammen. 1400 unverarbeiteter So. 160 Gewicht gespart. Ey, unglaublich. Unglaublich. So, wenn wir jetzt aus dem ganzen Zeug große Mengen fertigen. Aussteigen, ja. Dann können wir es tatsächlich sogar noch verkaufen. Ach, scheiße, stimmt. Ich habe jetzt nämlich nicht nachgeguckt, wo ich die Updates gekauft habe für meine Power-Rüstung, ne? Black. Wenn ich jetzt gleich mein Schwarzpulvergewehr deswegen vernichtet habe. Ich will schon sagen, ey. Oh, kein Scheiß hier Spiel. Ah, komm, kann auch weg. Das Gauss-Gewehr und der, ich weiß nicht, der Bohrer. Ja, kann man bestimmt irgendwas draus machen aus diesem Bohrer, ne? Ich meine, man kann von Schaden 1 auf Schaden 4. Na komm. Ich denke mal, der Bohrer ist einer der mächtigsten Waffen. Allerdings ohne Updates nutzlos. Jo. Ja, ich verdurste, ich weiß. Das kriegen wir gleich noch hin. Wie sieht's aus? Was habe ich halt hier alles? Ein Blei. 186 Blei. Ah, gut, ist okay. Ich möchte Großmenge. Ach du Scheiße. Was habe ich denn hier so an Großmenge am Start? Ich muss es gar nicht aus der Truhe ziehen, ne? Ich kann das jederzeit hier einfach aufbauen. Und dann ist gut. So, das wird reichen. Stahlschrott, komm, gib mir Stahlschrott. Ah, ich kann keinen Stahlschrott. Doch, Stahl. Oh. Ich verduste langsam. Ja, hier, trink was, Dude. Sei glücklich. Hundefutter in der Dose. Eine Melone. So. Passt. Jetzt geht's uns wieder gut. So, Großmengen. Stahl. Da gehen wir auf 300 oder 400. Der Rest wird verkauft. So sieht's nämlich aus. Oh, ich habe gleich kein Plastik mehr. Ahaha. So viel zu dem Thema. Oh, ich habe ihn all seine Großmengen geklaut und wieder zerkleinert. Oh, der arme Typ. Hä? Power-Rüstung?
Na, jedenfalls gehen wir jetzt mal kurz das Zeug verkaufen, ne? Und dann gehen wir direkt weiter und zwar die nächste Quest anlegen. Bum, bum, bum. Ich möchte nämlich machen. Abby erwähnte in einer Nachricht, dass ich das Master Holoband brauche, das sie mir hinterlassen hat, um Relays, Umleitungspläne bei Harper's Ferry herunterladen zu können. Dazu muss ich das Master Holoband in Relays Terminal hochladen. Ja, gut, dann. Ein Plan geht auf, Freunde. Ein Plan geht auf. Und dafür müssen wir wohin? Genau, Harper's Ferry. Mitten im Boxenstopp hier. Es finde ich gut, dass da direkt eine Station ist, eine Bahnstation, denn dann kann man da wenigstens im Überlebensmodus auch noch hin. Aber wir werden das einfach so handhaben, dass ich den Überlebensmodus mache, wenn ich Zeit habe. Und den normalen Modus, wenn ich keine Zeit habe, so wie heute. Weil es ist schon 16:30. Ich bin heute um 3:30 aufgewacht. Man muss dazu sagen, ich habe Nachtschicht, also ich komme um 7 nach Hause zum Schlafen, also denk jetzt nicht, ich schlafe erstmal die ganze Nacht und dann nochmal bis 2:30 oder 2:30, nee, es war 3:30, vor einer Stunde. So, genau, ich wollte ins Ski Resort. War das nicht da? Ich glaube, hier war der Laden, oder? Hä? Irgendwas stimmt nicht. Ich bin verwirrt. Ach. Hörte sich gerade an, wie eine Kackbratze war, aber nur so ein Grubentypi. Der hat uns nicht zu interessieren. Hallo. Diese Verkaufseinheit verfügt über Anti-Diebstahl-Vorrichtungen. Kommen Sie nicht auf. So, habe ich hier noch irgendwas für dich? Gedanken. Schwert von Bastet. Stimme von Z kann auch weg. Ja, der ist sowieso nur Stufe 25. Na, komm, scheiß drauf. Wir wissen aber, dass es jetzt existiert. Brauchen Sie Munition, Camps oder spitze Dinger, mit denen Sie Leute erstechen. So, das kann weg. Das kann weg. Der hat noch genug Kronkorken, perfekt. Ich allerdings nicht mehr so viele. Oh, das hat wenigstens was an Wert hier, ey. Jetzt verfügbar. Waren aus fragwürdigen Quellen. So. Dann würde ich sagen, habe ich keine Munition oder kann ich die nicht verkaufen? Verwirrt. Schrott. Wie viel kriege ich dafür? So viel! So viel! Wenn Sie was. Oh! Ich werde nur noch Holz sammeln und das verkaufen. Was ist denn los? Oh! Und dafür kriege ich. 136 kriege ich dafür. Oh, ich dreh durch. Holy shit. Es ist gefährlich, allein zu. Notfallprotokolle? Es ist gefährlich, in Gruppen zu. Naja, Es ist gefährlich, überhaupt dort rauszugehen. Also besorgen. Halt doch mal die Fresse. Ganz ehrlich. Gehst mir auf den Sack, Junge. Ich könnte mir Blei organisieren, aber ich will jetzt nicht zu viel Geld verschwenden. Ich will nur mal kurz reingucken, was der hier so Schönes hat. Bitte beachten. Möchte gern Langfinger werden durch Verlust. Hätte ich gewusst, dass diese Großmengen so viel Geld geben. Alter. Alter, ich wäre schon längst reich. Holy shit. Ich habe ja locker mindestens hoch. Suppe. Ich habe ja mindestens 500 Kronkorken weggeschmissen. Hm. Doof. Ich glaube, nach mir wird geschossen. Bin mir da nicht so sicher.
Ihr fragt euch sicherlich, Zero, wo läufst du überhaupt hin? Da ist nicht die Quest. Nein, aber hier ist ein Verkäufer und ich will zum Verkäufer. Es ist mir egal. Jungs. Leuchtner, Leuchtner. Geh da durch. Ihr habt bestimmt keinen Bock auf die Roboter hier unten, oder? Ach du Scheiße. Vielleicht schon. Hallo, ich bin hier zum Handeln. Ignoriere bitte die anderen. Als Trainer hat man ein gutes Leben. Keine Regeln. Nur die Stärksten überleben. Händler hat nicht genug Kronkorken. Wieso hat er keine Kronkorken? Die haben doch alle normalerweise Kronkorken. Ah, hier kriegst du die Raider-Sachen, ja. Scheiße, Mann. Leute, wo habe ich nochmal die Sachen für meine Power-Rüstung gekauft? Hier war ja noch irgendwo einer, ne? Was zum... Hier war der aber offensichtlich nicht. Was ist das? Sie reden schon wieder schlecht über dich, David. Dieses Mal werde ich sie aufnehmen, damit du es selbst hören kannst. Ich weiß, haue nicht weg. Aber was soll Ich glaube, das kennen wir, ne? Kommt mir so bekannt vor. So, weg mit euch. Gott, ich will doch nur weiter. Oh, komm jetzt. Wie lange dauert das denn? Nein. Oh, endlich. So, Blechdose nehme ich mit. Das Essen. Ich habe übrigens meine Stims nicht dabei. Die habe ich jetzt vergessen mitzunehmen. Wir kommen schon klar. Easy. Und weil ich so easy drauf bin, ne? Jetzt ziehen wir uns noch einen Redaway rein, den wir nicht haben. Ist cool. Ja, das ist richtig cool. Red X, aber... Ja, wir kommen erstmal so zurecht. Bist du legendär? Nein. Verzieh dich, Junge. Ich kann mit dir nichts anfangen. Ja gut, ich kann mich nicht erinnern, wo ich den gekauft habe. Bei welchem Händler. Wisst ihr nicht mal, wo er ist? Harper's Ferry. Gehen wir direkt dahin. Machen wir keine Umwege. Wir haben schon 20 Minuten der Folge drauf, aber wir machen keine Umwege. Ah, Energy. Wann sind wir 41 geworden? In der letzten Folge, stimmt. Der Vorteil ist natürlich, beim PvP, dass man mehr Erfahrung kriegt. Ich meine, man ist auch schnell tot, aber man kriegt mehr Erfahrung. So. Ich möchte zuerst mal die Taktik versuchen hier. Gucken, wie weit wir kommen. Weil, wie gesagt, ich habe keine Heilung am Start. Das ist ein bisschen schlecht. Deswegen müssen wir jetzt auf jeden Fall stealthy vorgehen.
Das sieht verdächtig aus. Genauso wie der Anführer hier. Der wie auf dem Präsentierteller auf einem Dach steht. Was sind das für ein Anführer? Und wieso ist der Anführer in einem kleineren Level als der da? Oh, das war ein anderer. Hä? Wo läufst du hin, Junge? Oh. Wer hat da geschossen? Wo zur Hölle kam das? Wieso ist mein Schleichschaden so gering? Nee, 135. Check ich nicht. Eigentlich müsste ich die umhauen, wie nichts Gutes. Noch ein Anführer. Ach, jetzt stirbst du plötzlich mit einem Schuss? Ah, wegen der Entfernung wahrscheinlich. Ja, ich verstehe. Es ergibt natürlich irgendwo auch einen Sinn, ne? Hä? Liegt der da irgendwo? Oh. Ja, das ist die Entfernung. Je weiter weg, desto mehr Schaden. Alles klar. Wozu sollte man dann Sniper werden? Ich würde sagen, wir gehen zuerst mal hier rein. Dann bekommen wir voll aufs Maul. Ich heule ein bisschen und dann machen wir eine andere Quest. Das ist der Plan. Der Wahnsinn, ey. Kannst du nicht im Schleichen irgendwie die Tür öffnen? Geht das nicht? Hä? Zau doch nicht ab. Wieso muss er dafür aufstehen? Muss man nicht begreifen, ne? Was bringt dann Schloss knacken, wenn man schleicht? Gar nichts, ne? Wobei das eigentlich irgendwie zusammenhängen sollte, das Schleichen und das Schloss knacken. Ach so, das ist die Windturbine da oben. Ich dachte, was macht die hier so für ein Geräusch? Da hier ist ein Roboter oder so. Aber nein, nix. Okay. Schlussendlich suchen wir ja... Ach du Scheiße, da geht's nicht lang. Und was haben wir denn hier? Robco, Terminal des östlichen Tors. Schaut euch bitte den neuesten Hinweis zu verschwundenen Personen an. Haltet in der Nähe von Shams die Augen nach Händlern aus Most Town auf. Okay. Verschwundene Personen. Es folgt eine Liste aller als vermisst gemeldeter Personen aus Harper's Ferry. Wendet euch wegen der Organisation von Suchtrupps an Eddie irgendwas. Okay. Hat doch hier niemanden zu interessieren. Ich will das Tor öffnen. Oh. Nice Sache. Okay, und das Terminal befindet sich da hinten. Ich weiß, dass hier noch einer rumlungert. Der lag hier im Gras, ne? Ja, da. Oh, ich sehe seinen Kopf sogar. Hä? Steht er sogar auf, wenn ich ihn angucke? Damit ich ihn besser treffen kann. Ich denke mal, Harper's Ferry wird ein bisschen größer sein, wa? Wenn das hier schon so eine Seitenstraße ist. Ja gut, Seitenstraße, Außenstraße, keine Ahnung.
wer ist hier wohl der Echte? Guck mal, der Krabbe steht im Arsch. Oh. Oh, ich bin immer noch ein Kleinkind innen drin. Sorry. Armory. Oh, hier will ich rein. Benötigt Terminal. Zugriff ist nur Mitgliedern der freien Staaten gestattet. Oh. Okay. Da kommt man doch sicherlich anders rein, oder? Du bist doch mein Zugang. Oh. Habe ich Granaten? Natürlich nicht. Wieso geht der Hammer so schnell kaputt? Ich glaube, das Auto geht gleich in die Luft, oder? Also man würde definitiv reinkommen. Ah, guck mal, da muss ich hin. Aber ich möchte hier rein. Und dafür müssen erstmal die Viecher weg. Hätte ich jetzt Granaten, das wäre perfekt. Oder habe ich nicht... So, ich glaube, wir haben das Problem gelöst. Gelöst. Perfekt. Okay, gehen wir rein. Ich habe zwar eine Mediatonbombe dafür geopfert, aber hey, ist egal. Ich will hier rein, ohne den richtigen Zugang zu haben. Haha! Ihr habt gedacht, eine Tür kann mich aufhalten? Nichts kann mich aufhalten. Verdammt, ich bin überladen. Oh, da lebt doch was! Niemand kann mich aufhalten! Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, guck da, einer hat's überlebt. Ich fasse es nicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann holen wir es nach. Haut rein. Ciao.